So, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und verstehen. Schön, dass Sie erstmal alle so zahlreich erschienen sind an diesem regnerischen und dunklen Abend. Wir freuen uns sehr, Sie heute wieder zu einem unserer Webinare begrüßen zu dürfen zum Thema Typisch Leben, verbessertes Raumklima. Mein Name ist Ann-Kathrin Seeberger. Ich bin hier bei der Firma Claytec für das Marketing zuständig. Und sollten Sie Fragen während des Webinars haben, können Sie diese gerne in den Chat oder auch in den Bereich der Fragen und Antworten reinschreiben. Wir werden das wie bei unseren vergangenen Webinaren auch so machen. Am Ende werden wir einige Fragen auswählen, die hier im Exkurs nochmal zusammen mit Ihnen beantworten. Und alle Fragen, die wir dann leider aufgrund der Zeit nicht mehr schaffen werden, die nehmen wir für den Nachgang auf, die beantworten wir schriftlich und die erhalten Sie dann im Nachgang, voraussichtlich morgen, zusammen mit der Aufzeichnung dann schriftlich von uns beantwortet. Falls Sie während des Webinars irgendwelche technischen Schwierigkeiten haben, auch da zögern Sie nicht, schreiben Sie einfach gerne in den Chat. Wir versuchen das dann natürlich während des Webinars zu lösen. Und ja, ansonsten kann ich Ihnen verraten, das wird wieder ein sehr spannendes Thema. An der einen oder anderen Stelle wirkt es vielleicht ein bisschen technisch. Ich weiß aber, dass mein Kollege Herr Rohlen das wirklich ganz einfach für jedermann erklären, jeder Mann und jeder Frau erklären wird. Und ja, übergebe dann an dieser Stelle. Wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns auf den Austausch nachher mit Ihnen. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite an diesem adventlichen oder voradventlichen Abend. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder so viele Teilnehmer haben und wir unsere erfolgreiche Serie der Claytec-Webinare mit einem weiteren Thema fortsetzen können. Wir haben das ja in diesem Jahr begonnen und haben das Medium richtig begeistert entdeckt und es wird ganz bestimmt im nächsten Jahr mit diversen Themen weitergehen. Ja, also typisch Leben, verbessertes Raumklima. Die raumklimatischen Aspekte, die haben wir jetzt ja in dieser Webinarreihe noch nicht so beleuchtet. Wir haben uns ja sehr auch mit technischen Dingen wie Innendämmung, Fachwerksanierung und dergleichen befasst und kommen aber jetzt hier sehr zum Thema auch der Putze der raumumhüllenden Flächen. Und ich will Ihnen heute erklären, wie diese immer wieder zitierte Wirkung von dem auf das Raumklima funktioniert, welche Aspekte die hat, wo die Möglichkeiten sind, wo vielleicht auch die Grenzen sind und wie das Thema sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln kann, auch bei uns bei Claytec weiterentwickeln wird. Ich lade Sie ein, uns zu begleiten in eine Lehmgrube hier mit diesem Kameramann. Das ist der Lehm, mit dem wir arbeiten, der Lösslehm, der hier wenige Kilometer entfernt üblich und verbreitet ist, am nördlichen Rand der Eifel, südlich von Mönchengladbach. Und das ist also das Material, mit dem wir arbeiten, ein sehr feiner, ein sehr krümeliger Lehm durch die Eiszeiten entstanden, durch den Wind verfrachtet, mit dem wir, obwohl er in der historischen Literatur gar nicht so einen tollen Leumund hat, eigentlich mit unseren heutigen Produktionsverfahren die besten Ergebnisse erzielen. Das ist also unser ganz normaler Baulehm. Nun werden wir auch immer wieder gefragt bei Seminaren, wie ist es denn eigentlich mit diesem Rohstoff? Also ist der auch irgendwann endlich? Muss man da auch mit rechnen, dass das irgendwann weniger wird oder sowas? Und diese Frage haben wir uns am Anfang gar nicht gestellt, weil Lehm eigentlich wirklich eine sehr, sehr häufige Erde ist. Und ich glaube, wir brauchen sie uns auch nicht zu stellen. Also Lehm ist das Gegenteil von seltenen Erden sozusagen, um das nochmal so zu zeigen und deutlich zu machen, womit wir es hier zu tun haben, auch weltweit. Zeige ich Ihnen, Moment, jetzt haben wir wieder ein Problem. Zeige ich Ihnen hier ein Bild aus der gleichen Region, nicht weit von hier entfernt. Das ist der Braunkohleabbau hier ganz in der Nähe im Umfeld Garzweiler von Rheinbraun, was so ein bisschen zeigt, mit welchen Erdformationen wir es hier beim Lehm zu tun haben. Also hier unten der Bagger, der greift dann also die Braunkohle ab und baggert das ab. Sie sehen da unten die Menschlein mit ihren Helmen und ihren orangen Schutzwesten. Und alles, was darüber liegt, ist Lehm. Ja, also diese
sieben oder acht Terrassen, die Sie da sehen. Das ist alles eigentlich das gleiche Material, was Sie da eben in dem Bild von der Grube gesehen haben. Das sind also unglaubliche Mengen, unglaublich mächtige Schichten. Lassen Sie sich nicht irritieren davon, dass einige dieser Terrassen jetzt grau sind. Da ist wieder Abraum, so halbe Braunkohle abgelagert worden oder dergleichen. Wenn man das wegnehmen würde, hätte man wirklich diese goldgelbe Farbe, die bis zur Humusdecke nach oben hin durchgehen würde. Also es sind einfach unglaubliche Mengen. Ein Großteil der Erdkruste besteht aus Lehm. Das ist auch nichts Besonderes, solche Mächtigkeiten. Also die haben wir an vielen Stellen in Deutschland. Also wir brauchen uns über diesen Rohstoff, das kann man, glaube ich, ohne weiteres sagen, ohne sich hier der Verschwendungssucht anklagen lassen zu müssen, wirklich keine Gedanken zu machen. Hier auch nochmal, um den Baustoff kennenzulernen, das sind farbige Tone aus dem Westerwald, mit denen wir unsere Farbputze, unsere Yuzima-Reihe und Anstrichstoffe produzieren. Da muss man mit dieser Farbauswahl natürlich dann schon ein bisschen sorgfältiger umgehen. Also der reine Ton ist schon ein wertvoller Rohstoff, aber der Lehm, wie der Geologe sagt oder der Fachmann für Minerale, der Mineraloge, der Lehm, der ja eine Art mit Sand verunreinigter Ton ist, der kommt auf der Welt wirklich überall in fast beliebigen Mengen vor. Der reine Ton nicht. Also das ist schon ein wertvollerer Rohstoff. Mit dem sollten wir da schon ein bisschen achtsam sein. Die Argumente pro Lehm, ich will sie nochmal aufzählen, um dann zu dem Thema zu kommen, dem wir uns heute widmen. Das ist natürlich die Ökologie. Die steht im Moment mit den Nachhaltigkeitsüberlegungen ganz, ganz stark im Vordergrund. Und da wird auch im nächsten Jahr werden die Umweltproduktdaten des Dachverbandes Lehm herauskommen. Das wird sicherlich auch nochmal ein Thema für ein Webinar sein, so die Daten, Zahlen, Fakten zu diesem Thema. Es sind die Farben, die Oberflächen, die Haptik der Materialien, die Attraktivität dieses Baustoffes, die für seine Verbreitung eine große Rolle gespielt haben. Es sind gesundheitliche Aspekte. Wir haben kommen ja so aus den 80er Jahren, als Ausdünstungen von Baustoffen noch ungeheuerlich waren. Und auch heute gibt es noch einiges. Und wir haben eben eine reine Erde, mit der wir arbeiten. Also die Baubiologie spielte immer eine Rolle. Und das Raumklima, dem wir uns heute widmen wollen. Im Wesentlichen die Sorption von Luftfeuchtemolekülen, von anderen Stoffen und die thermische Speichermasse. Die Gebäude werden dichter. Das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wir haben einfach nicht mehr solchen Luftwechsel, wie wir sie früher hatten. Und umso wichtiger wird die innere Umhüllung der Gebäudeflächen, die dem Raumklima die das Raumklima bestimmen und die dem Raum zur Verfügung stehen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Feldscheune und vorne und hinten sind die Scheunentore weit geöffnet, dann sind die raumumhüllenden Flächen nicht mehr so besonders wichtig. Wenn Sie aber eine wirklich optimierte Luftwechselrate haben und die Gebäudehüllen, die sind sehr, sehr dicht heute, dann sind eben die raumumhüllenden Stoffe und ihre Qualität von besonderer Bedeutung. Wir können mit dem Lehm feuchte Spitzen regulieren. Wir können nicht Luftfeuchte wegnehmen oder die Räume langfristig beatmen, wenn sie zu trocken sind, weil einfach auch vielleicht eine zu hohe Luftwechsel da ist. Wir können Spitzen wegnehmen. Der Lehm kann also sorbieren, das heißt zwischenspeichern, adsorbieren und desorbieren, aufnehmen und wieder abgeben. Und damit können wir eben feuchte Belastung nivellieren und auf ein Gleichmaß bringen. Das Gleiche gilt in einem beschränkten Maße auch für Geruchs- und Schadstoffe. Da zeige ich gleich auch nochmal eine Folie zu. Zwischen Geruchs- und Schadstoffen wird heute gar nicht mehr so besonders differenziert. Also ein schlechter Geruch ist auch schlecht für die Gesundheit. Und dass die Luft in einem Raum frisch wirkt, das ist einfach ein Wert für sich, auch wenn man jetzt von den Geruchsstoffen nicht geradezu von Gift oder dergleichen redet. Denn auch hier kann der Lehm sorbieren. Er kann da nichts entgiften, sozusagen. Er kann es also, er setzt es kaum um, nur in sehr beschränktem Maß. Aber er kann eben Geruchsstoffe aufnehmen, zwischenspeichern und dann wieder abgeben. Und wir haben eben die thermische Speichermasse,
dieser sehr oder relativ schweren Baumaterialien mit ihrem Feuchteanteil durch die Sorption, die dann nochmal einen besonderen Beitrag leisten. Die Wirkungsmechanismen hier mal kurz beschrieben. Ich zeige Ihnen zwei Tonminerale in der Elektronenrastermikroskopaufnahme. Das linke, das ist ein Kaolinit, das ist also ein sehr weißer Lehm oder ein sehr weißer Ton. Und das rechte, das ist ein Montmorillonit. Das ist ein Dreischicht-Silikat, das ja, von der Farbe her braun in der Regel. Das ist also ein sehr, sehr fetter Ton. Das linke Material hat, wenn man die innere Oberfläche betrachtet, das heißt eine Addition aller Kornumhüllungsflächen vornimmt, ja, also all diese Plättchen, die Sie da sehen, zusammen addiert, dann bringt ungefähr 1 Gramm eine innere Oberfläche von 10 Quadratmetern. Das hört sich jetzt schon sehr beeindruckend an, aber das Gleiche hat man bei sehr, sehr feinem Sand, bei Schluffsandfraktionen auch ungefähr. Also das, was Sie meinetwegen an der Nordsee finden, womit man Sandburgen bauen kann. Das dreischichte Tonmineral auf der rechten Seite hat pro Gramm eine innere Oberfläche von ca. 1000 Quadratmetern. Das muss man sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet. Eine Fläche von 30 mal 30 Metern ist in einem einzigen Gramm dieses Materials enthalten. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis, was diese besonderen und diese bemerkenswerten physikalischen Eigenschaften der Lehmbaustoffe ausmachen. Es ist die riesige innere Oberfläche und die Plättchenstruktur der Tonmineralien als Bindemittel. Diese Tonmineralien haben eine elektrostatische Ladung. Sie ziehen sich untereinander an, wenn sie plastifiziert worden sind, also mit Wasser umgeben sind und dann trocknen, dann ziehen sie sich untereinander an. Und das macht auch die Festigkeit unseres Baustoffes aus. Aber wir wollen uns heute nicht mit der Wasserlöslichkeit und mit der Art des Erhärtungsverhaltens befassen, sondern mit den Aspekten, die eben mit dieser Adsorption und Desorption zu tun haben. Wir haben das mal hier versucht, grafisch darzustellen, die Lehmputze oben und die Nicht-Lehmputze darunter, die Lehmputze braun. Eine gute Nachricht ist, dass die Lehmputze in der Regel offenporig belassen werden. Ja, ein Gipsputz wird vielfach gestrichen oder tapeziert oder wie auch immer. Das ist also schon mal das erste Gute. Die meisten Lehmoberflächen werden ziemlich offen belassen. Dann auf dem mittleren Bild das Porengefüge unterscheidet sich gar nicht so sehr zwischen den unterschiedlichen Putzmörteln oder den unterschiedlichen Materialien. Aber rechts das Bild, das zeigt dann eben, wo der wirklich große Unterschied ist. Wir haben innerhalb des Materials noch diese unendlich große Speichermasse, wohingegen halt das sonstig abbildende Material mehr oder weniger inert ist. Also da verirren sich kaum Moleküle innerhalb der Struktur. Und bei uns hängen die eben, das sah ja eben so ein bisschen aus wie so ein Zylinderkopf eines Motorrades, hängen die zwischen diesen Rippen, zwischen diesen Plättchen der Tonminerale. Und das ist eben diese, ja, man kann fast sagen, unendlich große innere Oberfläche, die das Material bietet, die durch die elektrostatische Wirkung so eine gewisse halt Anziehung hat, Anhaftmöglichkeit und an der Moleküle buchstäblich kleben bleiben oder wie an einem Magnet festhängen. Wie kann man das Ganze jetzt prüfen? Wir haben in unserer Norm 18.947 ein Prüfverfahren entwickelt. Und zwar nehmen wir da 3 Proben, die sind so ungefähr DIN A4 oder etwas größer, von 15 mm Dicke. Die werden also in eine Stahlblechform eingeputzt, damit nur wirklich eine Seite für den Austauschprozess zur Verfügung steht. Und dann werden die bei 20 Grad oder 21 Grad und 50% klimatisiert. Das heißt, man wartet, bis sich das Gewicht nicht mehr ändert. Und dann kommen Sie in einen Klimaschrank, der 80% ungefähr hat, an relativer Luftfeuchte. Und dann misst man nach bestimmten Zeiten, einer halben Stunde, eine Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden und so weiter, 12 Stunden, wie sich die Masse, wie sich das Gewicht verändert hat. Und diese Gewichtsveränderung kann ja nur dadurch entstanden sein, dass eben Wasser aus der Raumluft aufgenommen worden ist. Da hat man also eine sehr genaue Waage und dann wiegt man immer die Probe und dann weiß man, was die ungefähr kann, was das Material also so ungefähr kann.
Das ist dann hier so eine Auflistung, eine Tabelle in der DIN-Norm. Wir haben unterteilt in verschiedene Klassen und in die BS 1, 2 und 3. Und da sieht man also die Zahlen, die dann das Material, die der Putz dann erreichen muss nach 12 Stunden. Da muss er 60 Gramm Wasser mindestens aufgenommen haben. Üblich sind bei den Claytec-Produkten ja vielleicht so 70 Gramm. Wir haben aber auch etliche Produkte, die mittlerweile ungefähr auf 90 Gramm kommen halt. Und das ist wirklich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wirklich extrem viel. Also 90 Gramm Wasser ist ein halb gefülltes Trinkglas. Aber Sie müssen sich ja vorstellen, wir reden hier von Wasserdampf. Und ein halb gefülltes Wasserglas in Form von Wasserdampf in den Raum zu vernebeln, das sind schon riesige Mengen. Und das schaffen wir aber pro Quadratmeter. Also diese Zahlen hier, die beziehen sich immer auf einen Quadratmeter. Oder um das auch nochmal anders darzustellen, wenn ich jetzt hier in einem Raum sitze, der hat ungefähr 20 Quadratmeter und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, das, was 2 bis 3 Quadratmeter sorbieren können von dem Dehnputz, ist schon die Hälfte der gesamten Luftfeuchte, die überhaupt in einem solchen Raum ist. Also das sind, strömt natürlich immer wieder Luft nach, aber das sind wirklich große Wassermengen, die da aufgenommen werden können. Ja, hier hat man das mal in so Kurven. Da unten, da sehen Sie die Zeit von 0 bis 12 Stunden. Dann kommt die Probe übrigens wieder zurück in einen Schrank mit 50% Luftfeuchte, um zu sehen, ob sich das Ganze auch wieder entlädt, ob das Ganze auch wieder zurückgeht. Und daraus entwickeln sich dann hier, ja, kann man das in so einer typischen Kurve aufzeichnen. Und Sie sehen da oben, das sind die Bündel der 3 Lehmputze. Fängt mit 50 an, die Oberputze, da hört es dann so mit 65 auf nach oben hin, wie gesagt, mittlerweile ist es noch ein bisschen mehr. Das sind die ersten Prüfungen gewesen. Aber interessant sind auch dann die darunter Calcium-Silikatplatten und Kalkputze beispielsweise, also die Kalkmaterialien. Da ist so bei circa einem Drittel Schluss in diesem dynamischen Versuch, wo man das halt in einer bestimmten Zeit macht. Jedenfalls, wenn man genug gewartet hat, bis das der Kalkputz wirklich abgebunden hat, dann kann er dann nicht mehr so besonders viel. Und unten Maschinengipsputze und ein vergüteter Gipsputz, das ist diese rote Linie. Also man sieht, da passiert wirklich nicht viel. Das ist wie ein Regenmantel mehr oder weniger. Es gibt da kaum Austauschprozesse mit der Raumluft. Diese Betrachtungsweise der dynamischen Feuchtdesorption ist auch in der gesamten Industrie und in der Fachwelt mehr oder weniger angekommen. Sie kommt von uns, also sie kommt von den Lehmbauern. Hier eine Werbung von Fermacell, auch wenn es um das gesunde Raumklima geht, spielen Gipsfaserplatten in der oberen Liga und so weiter. Das Fettgedruckte ist interessant, aber entsprechen sie der Wasserdampfabsorptionsklasse WS2. Sie beziehen sich also unmittelbar auf die Lehmputz-DIN, was die Klassifizierung anbetrifft. Das bedeutet, sie sind hinsichtlich ihrer feuchteausgleichenden Fähigkeiten direkt mit Lehmputz vergleichbar. Dazu können wir anmerken, das stimmt. Sie werden dadurch vergleichbar, aber die meisten Lehmputze, die Sie kaufen können, die liegen eben in dieser WS3 und ja, haben Werte, die auch noch mal ein deutsches Stück darüber liegen. Die Gipsfaserplatte ist ein gutes Produkt, ist keine Frage. Also durch den Faseranteil gibt es auch sicherlich bestimmte Sorptionseffekte, darauf will ich nicht hinaus. Aber das Schöne ist, was uns wirklich sehr, sehr freut, ist, dass diese Betrachtungsweise mittlerweile auch bei anderen raumumhüllenden Bauteilen und Baumaterialien angekommen ist. Hier auch nochmal eine Kurve, die das Ganze auf einer weiteren Zeitachse zeigt. Da hat man also nicht nach 12 Stunden aufgehört und man sieht, da ist also diese Aufnahme noch lange nicht am Ende. Nach 42 Stunden, da wäre man dann auch bei 100 Gramm bei einem sehr, sehr einfachen Lehmputz. Und unten die Kalkzemente und die Gipsputze, da ist dann eben sehr, sehr schnell Schluss beim Gipsputz. Da nimmt nach 12 Stunden diese 12 Gramm auf und dann passiert da halt nichts mehr. Eine Kurve will ich Ihnen noch zeigen. Es ist die letzte. Ich will jetzt nicht eine Fieberkurve nach der anderen zeigen, aber eine Frage, die ich immer wieder höre, ist die Frage,
wie viel Lehm brauche ich denn, wie viel Dicke brauche ich denn, damit ich so einen nennenswerten Effekt erreiche. Und wir haben in der DIN-Norm nicht umsonst diese 15 Millimeter gewählt. Das ist einfach eine handhabbare Dicke. Das ist so eine normale Unterputzdicke. Aber als wir dann gemessen haben, haben wir auch festgestellt, das sollte es schon ungefähr sein. Also es muss einfach ein gewisser Materialanteil da sein, ne? Es muss einfach auch genug Ton im Material da sein, um diese Wirkung eben zu entfalten. Und man sieht, ein 2 mm Lehmputz, der hat da nicht so eine Wahnsinnswirkung. Immerhin noch so viel wie ein Gipsputz. Also nicht, also wie eine Glasscheibe ist er auch nicht gerade, aber das ist natürlich nicht besonders toll. Hat man dann schon 5 mm, 3 mm mehr, dann ist man immerhin schon in der Liga, in der Kalkmaterialien spielen. Und Sie sehen, zwischen den 15 und den 25 mm ist gar nicht mehr so viel Unterschied. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, diese Effekte, von denen wir hier sprechen, dazu braucht man eine ordentliche Putzdicke, ob das jetzt 12 oder 15 oder 17 mm sind. Das ist vielleicht nicht so wichtig, aber es sollte kein Dünnlagenputz sein und es sollte entsprechend natürlich, kann es auch kein Anstrich sein. Ne? Also da müssten schon Wunderdinge passieren, dass da besondere Wirkungen auftreten müssen. Es sollte einfach eine, ja, wie man so sagt, wie man sagen kann, ordentliche Putzdicke sein. Ja, von der Baustoffprüfung dem, was im Raum passiert, zu den Dimensionierungen innerhalb eines Raumes. Wir haben jetzt also ein Phänomen gesehen, was unter physikalischen Gesichtspunkten wirklich schon sehr besonders, sehr beachtlich ist. Ne? Also das ist wirklich eine tolle Sache und ist im Labor ja auch wirklich als sehr, sehr stark nachweisbar. Aber wir uns interessiert ja, was passiert im Raum und im Raum selbst, da kommen ja noch andere Faktoren dazu, zum Beispiel wie viel Wasserdampf wird produziert. Also Menschen, die in einem Raum sind, produzieren Wasserdampf, ich glaube 100 Gramm ungefähr pro Stunde oder wenn geduscht wird, wenn gekocht wird, wenn die für einen Tee gemacht wird oder was weiß ich, dann wird Wasser freigesetzt, was dazu auch beitragen kann, dass die Feuchte ansteigt. Wir haben aber auch die Lüftung und die Lüftungsrate, das heißt, wie viel Außenluft bringe ich permanent in den Raum hinein. Und da spielt die Außenlufttemperatur und die Feuchtigkeit ja eine große Rolle. Ne? Also wie viel Feuchtigkeit kommt denn schon in den Raum rein? Und wie viel kann die Luft an Feuchtigkeit denn aufnehmen, die da rein und hinaus geht? Und auch, was gibt es noch an anderen Oberflächen? Ne? Also sind Möbel, Teppiche, was weiß ich. All diese Dinge zusammen, die bewirken ja das, was sich im Raum dann letztendlich abspielen kann. Und die Frage, die hat uns immer schon interessiert, wie kann man das simulieren, was jetzt in dem Raum tatsächlich passiert? Also, dass wir von unserer physikalischen Betrachtung auf die Betrachtung kommen, wie kann man vielleicht dimensionieren. Und hier eine ganz einfache Annäherung, ich glaube aus dem Jahr 2005 von Wolf Eckermann, Christoph Ziegert und mir, wo wir mal mehr oder weniger auf Excel-Listen-Niveau versucht haben, diesen dynamischen Prozess der Aufnahme, die ja auch immer wieder die Luftfeuchtigkeit reduziert und der Abgabe, rechnerisch einzufangen. Also man könnte das mit WuFi Pro beispielsweise mittlerweile viel besser simulieren. Aber wir hatten damals auf diese einfache Art und Weise doch dann auch ein Erfolgserlebnis. Also wir haben, das ist diese gestrichelte Linie, einmal den Raum so, dass es überhaupt keine Aufnahme von Luftfeuchte gibt. Ne, da sieht man, da ist man nach 3 Stunden schon in einem sehr unangenehmen Bereich, wenn man sich in dem Raum aufhält. Wir haben das dann mit einem Gipsputz und Dispersionsfarbe, diese Optionsraten, die hatten wir ja, da wäre es dann also nach 7 Stunden so, dass es in dem Raum sehr, sehr unangenehm wird. Und beim Lehmputz passiert überhaupt nichts. Ja? Also da bleibt die Luftfeuchte bei dieser voneinander abhängenden Gegenrechnung vollkommen konstant. Das ist aber eigentlich, wie gesagt, eine sehr rudimentäre, eine sehr einfache
Betrachtung. Die Zukunft ist sicherlich, dass wir versuchen, das genauer zu erfassen und genauer zu dimensionieren. Wir haben zu dem Zweck eine Versuchskammer, einen Versuchsraum gebaut, den wir im nächsten Jahr mit den verschiedensten Materialien bespielen werden, wo wir definierte Randbedingungen haben, was das Hinaus und Hinein von Luft dann betrifft und wo wir in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bau, Klimatik an der TU Dresden versuchen werden, halt diese Effekte etwas näher zu fassen, weil uns wird auch immer wieder die Frage gestellt, na okay, wenn das denn so ist, wie viel Quadratmeter in einem Raum brauche ich denn da? Reicht denn da auch, wenn ich nur 2/3 habe? Oder was heißt das denn jetzt für die Lüftungsanlage? Also wir sind noch nicht da, dass wir wirklich damit dimensionieren könnten. Wir haben ein physikalisch ausgesprochen interessantes Phänomen. Wir haben die Tausenden von Kundenrückmeldungen. In dem Raum herrscht ein angenehmes Raumklima. Aber wir sind Ingenieure genug, dass wir das auch sehr gerne noch in Daten, Zahlen und Fakten einfangen würden, um dann noch klarere Auskünfte geben zu können, was kann es denn zum Beispiel für die Klimaanlagen bedeuten. Das Gleiche nicht ganz so erforscht und ausgebaut haben wir auch für Gerüche. Da haben wir mit dem Bundesamt für Materialprüfung schon vor vielen Jahren, auch so um 2006 herum, Untersuchungen gemacht. Und die haben dann so halt Geruchsstoffe, die halt sehr verbreitet sind. Das sind da so diese drei, die da stehen, sehr unangenehme Gerüche. Die haben wir dann in einem bestimmten Versuchsaufbau geschaut, lässt die Konzentration nach in halt Glasglocken, in denen wir dann Lehmputzproben hatten und haben im Vergleich zu einem Kalkgipsputz wirklich erstaunliche Effekte festgestellt, also nach 14 Tagen, wie viel die Lehmmaterialien aufgenommen hatten im Vergleich zu anderen mineralischen Baustoffen. Nun kommt an dieser Stelle immer wieder die Frage, naja, aber Sie sagen ja, dass diese Stoffe nicht zersetzt werden sozusagen, sondern nur zwischengelagert und riecht dann irgendwann der Lehmputz so unangenehm, dass ich den am besten von der Wand nehme. So ist das nicht. Es ist zwar so, dass die Lehmbaustoffe, die Schadstoffe halt nicht zersetzen, sondern sorbieren, aber sie halten diese Geruchsmoleküle schon auch sehr, sehr stark fest und sie geben sie erst wieder her, wenn die Konzentration im Raum sehr gering geworden ist an diesen Stoffen. Ja, das heißt, sie werden wieder in den Raum entlassen, aber in einer Menge, dass sie für unsere halt olfaktorischen Fähigkeiten nicht mehr wahrnehmbar sind. Das ist also ganz kurz gesagt der Effekt, den man auch darauf zusammenfassen kann. In dem Raum riecht es, selbst wenn Party gewesen ist, am nächsten Morgen ist die Luft frisch. Also auch das wirklich ein sehr erstaunlicher Effekt, den man natürlich in so einem Klimaraum dann ein bisschen näher betrachten kann. Last not least, die thermische Speichermasse, ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag zum angenehmen Raumklima. Ich will es nicht noch weiter ausführen, guter Schallschutz, gute Schallabsorption gehören natürlich auch noch dazu, aber ein ganz wesentlicher Anwendungsschwerpunkt der Lehmbaustoffe ist und wird mehr und mehr die thermische Speichermasse. Die schweren Baustoffe, die halt in langer Zeit, wo es einfach nur um Wahnsinnsdämmdicken ging und möglichst leicht zu bauen, deren Vorteile mehr und mehr entdeckt werden, tragen dazu bei, dass es auch thermisch in einem Raum sehr angenehm ist. Also wir wollen da eine Lanze brechen für den Massivbau oder für den mit schweren Baustoffen ausgefachten Fachwerkbau. Denn diese Gebäude haben eine gewisse thermische Trägheit. Sie heizen sich nicht im Sommer sehr schnell auf und kühlen im Winter sofort ab. Das, was man früher unter so mit Barackenklima bezeichnet hat, das haben diese Häuser eben, weiß Gott, nicht. Sie kennen vielleicht den Spruch, im Sommer ist es angenehm kühl, im Winter ist es angenehm warm. Das ist einfach diese thermische Trägheit der Materialien. Sie heizen sich langsam auf, sie geben die Wärme langsam wieder ab und gleichen das somit dann eben so ein bisschen aus. Das ist hervorragend für den sommerlichen Wärmeschutz. Also Lehmbaustoffe werden in Italien zum Beispiel sehr gerne angewandt, weil man so fürchterlich viele Möglichkeiten sonst gar nicht hat. Die immer strikter werdenden Forderungen zum sommerlichen Wärmeschutz zu erfüllen. Es gibt so
vor dem Hintergrund des Klimawandels gibt es so den Satz, dass der sommerliche Wärmeschutz, Hitzeschutz, der halt irgendwann die Wärmedämmung des Winters überflügeln wird, also dass das zum primären Problem wird. Und da sind wir natürlich wunderbar mit vollkommen wartungsfreien Low-Tech-Baustoffen und Techniken dabei, weil unser Lehm ist ja einfach da und dann hat er eben diese Funktion und da braucht er auch nicht gewartet und gereinigt werden oder sonst irgendwas. Er hat einen großen Beitrag zum sommerlichen Wärmeschutz, der sich nicht nur in reinem Gewicht abbildet, sondern eben auch in diesem Wasserhaushalt, der beispielsweise dazu führt, dass Lehm bei Wandflächenheizung eine ganz hervorragende Wärmeabgabe haben. Also er hat da eine große Potenz, ein großes Potenzial, auch wegen des sorptiv angebundenen Wassers. Also sommerlicher Wärmeschutz, trotz hoher Fensteranteile, die Räume heizen sich nicht so schnell auf, können dann in der Nacht gut auskühlen und im Winter eine angenehme Beheizung. Ich habe eben den Raum nicht halt allzu schnell warm, sondern es geht alles so ein bisschen langsamer, es geht alles so ein bisschen einnivellierter und das Klima ist eben das eines Massivbauteils, eines Massivhauses. Ja, und wenn man das so wie hier, wir sitzen ja hier in einem Backsteinhaus mit 36 Zentimeter dicken Wänden und einem Lehmputz, das ist im Sommer wie im Winter einfach ein sehr, sehr angenehmes Klima. Also das auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag, was sich dann in solchen Techniken widerspiegelt. Unsere Stapeltechnik, die von uns entwickelt worden ist, wo also in der Installationsebene einer Außenwand die Lehmbaustoffe einfach trocken eingestapelt werden. Wunderbar für die Wiederverwertbarkeit. Ich war selber dabei, als dieses Exponat wieder abgebaut worden ist. Wir haben unseren Putz mit dem Armierungsgewebe runtergezogen, den Putz abgeschüttelt, die Platten abgeschraubt und die Steine wieder eingestapelt. Also man kann die dann ohne weiteres in 50 oder 100 Jahren noch wieder verwenden. Und solche Techniken werden in der Tat immer mehr nachgefragt. Also dass man diese thermische Speichermasse mit dem Null-Energie-Baustoff Lehm hineinbringen will ins Gebäude mit einer, ja, mit einem ganz geringen CO2-Abdruck und halt einem ganz geringen Aufwand. Na, ein solcher Lehmstein, der muss ja nicht viel können, der muss nur an seiner Stelle sein und eben als Low-Tech-Variante da bis in alle Ewigkeit diese Funktion der Aufnahme und der Abgabe erfüllen. Dazu ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo das exzellent durchgeführt worden ist. Wir sind hier nicht weit entfernt von einer sehr, sehr alten Römersiedlung im Rheinland, dem halt der Römersiedlung in Xanten. Das ist eine, ja, eine der größten Ausgrabungsstätten in Deutschland oder auch nördlich der Alpen. Da gibt es also ein großes Museum und eine riesige Archivierungsnotwendigkeit all dieser römischen Funde. Und einer der wesentlichen halt handelnden Personen dieses archäologischen Parks hat dann beim Neubau eines Archivgebäudes darauf bestanden, dass man mit ganz viel Speichermasse arbeitet, hier leider Beton, Stampflehm wäre auch sehr schön gewesen und auch Mauerwerk, aber es muss halt aus statischen Gründen damals hier Beton sein, heute sähe es vielleicht anders aus, aber innen dann sehr dick mit Lehm verputzt und mit einer Wandflächenheizung und Kühlung versehen. Und es gibt also, um das Fenster zu treffen in einem solchen Archivgebäude, wo also die Römer halt Funde liegen, da darf eine gewisse Luftfeuchtigkeit nicht über, nicht unterschritten werden, eine gewisse Temperatur nicht über, nicht unterschritten werden. Man hat es hier einfach mal gewagt, ohne jede Technik zu arbeiten. Also man sieht da oben lediglich die Abluftöffnung. Also die Luft wird aus dem Gebäude herausgezogen. Auf der anderen Seite ist eine Zuluftöffnung. Und mehr passiert da nicht. Es wird nicht klimatisiert, es wird nicht befeuchtet, es wird nicht getrocknet, es wird nicht über warme Luft geheizt, wo die Klimaanlage dann verkeimen kann und sonst was. Man hat zur Heizung nur
diese dicke Lehmputzschicht in der Leitung eingelassen sind, womit im Sommer gekühlt wird, im Winter geheizt wird. Und das, was da durch die Außenluft dann noch an Veränderungen da ist in der Luftfeuchte, das puffert der Lehm eben weg. Und man hat jetzt mittlerweile doch eine relativ lange Erfahrung von etlichen Jahren, ob das Ganze funktioniert. Und es ist exzellent. Man ist genau in dem Fenster, was man zuvor rechnerisch ermittelt hat, also dem Fenster von Luftfeuchte und Temperatur, was man sich da gewünscht hat. Und ja, es wird nie mehr irgendwelche Wartungsarbeiten geben. Das Ganze ist vollkommen wartungsfrei. In einem Museum, in dem im Archiv halt 2000 Jahre alte Amphoren liegen, ein wesentlicher Aspekt, weil jeder Lüftungs-Heizungsmonteur muss einen Security-Mitarbeiter an die Seite gestellt bekommen, wenn er dort arbeitet. Und hier gibt es einfach de facto keine Wartungsarbeiten an dieser Anlage. Und das ist für uns ein ganz schöner Ausblick und ein ganz schönes Zeichen. Wir glauben, dass auch viele Lösungen für das Bauen der Zukunft eher im Low-Tech-Bereich sind. Deswegen schauen wir uns gerne an, wie auch Gebäude in der Vergangenheit gebaut worden sind. Wir glauben, dass das wirklich Vorteile hat, was ja, die Wartungsintensität und ja auch einfach die Investitionen anbetrifft. Ne? Das war auch eine sehr, sehr günstige Haustechnik, die hier realisiert worden ist. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel zum Raumklima. Wir haben noch zwei, drei andere Dinge, die ich Ihnen jetzt zeigen könnte aus dem musealen Bereich. In Zürich wird, so gehen wir jetzt davon aus, im nächsten Jahr eine große Kunsthalle auch mit Lehmbaustoffen ausgestattet. Es ist einfach so, dass so in diesen Bereichen so ja die Notwendigkeit auch nachzurechnen und so weiter und da wirklich so eine gleichbleibende Feuchte zu haben, besonders groß ist und dass da die Bauphysiker ja am ehesten da aufgefordert sind, sich dem Ganzen rechnerisch anzunähern. Wir möchten aber auf eins ganz wesentlich hinweisen, das Lüften sollte bei aller Euphorie für die Fähigkeiten dieses Baustoffes nicht vernachlässigt werden. Ne? Es ist also, der Lehm ist ein ganz einfaches Material und kein Wundermittel. Ich sagte ja schon, man kann die Luftfeuchte zwischenpuffern und einnivellieren, man kann aber keine Feuchtigkeit produzieren. Wenn ich zum Beispiel bei einem Gebäude einen aberwitzig hohen Luftwechsel habe, aus welchen Gründen auch immer, dann ist irgendwann auch der Lehm mit seinen Fähigkeiten am Ende. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Wenn ich also eine permanente, viel zu hohe Luftfeuchtigkeit habe, dann ist der Speicher irgendwann voll. Also auch da muss ich lüften, gegebenenfalls, um die Luftfeuchte hinauf zu bekommen. Also wir sind da in der Lage, einzuebnen, aber nicht Nässe zu produzieren sozusagen. Das Lüften hat ja auch noch ein paar andere Gründe, zum Beispiel die Sauerstoffzufuhr. Sauerstoff muss in den Raum hinein und das CO2, das wir ausatmen, das muss aus dem Raum wieder raus. Wir haben Feinstäube in den Raum, die abgeführt werden müssen. Wir haben vielleicht auch gewisse Schadstoffe aus den Möbeln heraus und so weiter, die der Lüftung bedürften. Also der Lehmbau und der Einsatz dieses Baustoffes ist überhaupt kein Plädoyer, es mit dem Lüften nicht so genau zu nehmen, die von den Baubiologen aus vielen Gründen, die hier auch aufgelistet sind, empfohlene Luftwechselrate von 0,5. Das heißt, dass die Luft in einem Raum circa zweimal pro Stunde ausgetauscht werden sollte. An der sollten wir uns auch im Lehmbau orientieren und das ja als Grenze sozusagen von all unseren Betrachtungen sehen. So, also soweit dann diese Überlegung, es waren jetzt einige Kurven dabei, auch vielleicht so ein bisschen ein Ausblick. Das Ganze geht also halt Lehmputz und Raumklima in Richtung sicherlich einer ingenieurwissenschaftlichen Grundlage. Wir hätten das Ganze auch anders aufziehen können, dass wir halt ja, Kunden zu Wort kommen lassen, die davon sprechen, wie das Klima in einem solchen Raum für sie ist, wie das für sie wahrgenommen wird. Das werden wir auch durchaus mal machen, denn das ist ja dann eine ganz andere, eine emotionale Herangehensweise, auch über die Oberflächen und über das Optische schon halt Klima sozusagen in im Raum, aber hier jetzt heute so ein wenig von der ingenieurmäßigen Seite. Die wesentlichen Produkte will ich Ihnen noch zeigen, die dafür eingesetzt werden.
Das sind natürlich die, die den Räumen am nächsten sind. Das sind die feinen Oberflächen, die Finish-Produkte. Ganz wesentlich die Lehmputze, unser Hauptstandbein und immer mehr in der jüngsten Zeit die Trockenbauprodukte, also die Lehmplatten. Die Finish-Produkte, hier haben wir das mit dieser Makroaufnahme nochmal sehr, sehr gut zu sehen, also die Lehmbauplatte und dann die unterschiedlichen Schichten darauf. Das, was also als letztes zum Raum hin wirksam ist, das ist natürlich besonders wichtig, weil der erste Millimeter, der wird immer auch am ersten angesprochen. Und bei allem, was wir tun und was wir an Aufbauten empfehlen, da messen wir natürlich nicht nur das nackte Material, also den Feinputz oder die Lehmplatte, sondern so, wie er dann nachher im Raum tatsächlich realisiert wird mit den Anstrichen oder mit den Feinputzen eben. Die Yosima-Farbputze sind diesbezüglich natürlich ein ganz besonders wichtiges Produkt, die halt mit ihrer Offenporigkeit und ihrer geriebenen Struktur sehr, sehr gut beitragen können zu dem, ich sag mal, Turbolader, der sich darunter befindet und der die Luftfeuchtigkeit aufnimmt. Und gegebenenfalls wieder abnimmt. Also wenn die Oberfläche etwas porös ist, dann ist das eine schöne Sache. Halt hier ja auch Putze, die nur aus Lehm und Sand bestehen, in den 5 Grundfarbtönen abgemischt mit Weiß. Da kommen wir dann auf 25 Töne und die Ihnen vielleicht bekannten Farbräume, die zwischen 2 Farben liegen und wieder abgetönt sind. Und zusammen mit unseren 9 Weißtönen kommen wir insgesamt auf 146 Erdfarbtöne, in denen diese Finish-Produkte, diese Anstrichstoffe und die Putze zur Verfügung stehen. Und bei allen Materialien kommen wir mit diesen Farben der Erde aus und müssen nicht noch mit Farbstoffen oder Ähnlichem nachfärben. Das wichtigste Produkt in diesem Kontext aber sicherlich der Unterputz. Ich sprach da eben von dem Turbolader, der unter den Raum umhüllen, also unter den Deckschichten liegt. Ja, also ein Anstrich, egal wie man es macht, ein kleines bisschen trägt er dazu bei, dass die Oberfläche nicht mehr ganz so offen zum Raum hin ist, aber ein sehr, sehr starker Sauger darunter, wenn ich das mal so sage, der entwickelt dann eben, wenn das einigermaßen diffusionsoffen ist, seine Fähigkeiten, und das ist bei unseren Baustoffen so, und da ist unser Unterputz der Klassiker, der seit Jahren da in dieser Standardstärke von 15 mm eingebaut wird, uns besonders lieb in der Variante Erdfeucht im Big Bag. Erdfeucht bedeutet, das Material ist nicht getrocknet, mit, ja, man kann sagen, sensationell guten Umweltwerten, was den CO2-Fußabdruck anbetrifft und den Energieeinsatz bei der Herstellung. Da liegt er irgendwo bei 5 oder 6% im Vergleich zu gebrannten Materialien, weil er eben mit dieser Bindekraft auskommt, die wir von der Natur aus sozusagen geschenkt bekommen. Das Ganze auch ohne Stroh. Da trocknet das Material dann etwas schneller. Es ist von der technischen Seite her nicht mehr ganz so geduldig, aber eben auch optisch ohne Stroh. Manche Allergiker vielleicht können auf Pflanzenfasern reagieren darauf. Deswegen haben wir vor vielen Jahren diese Alternative geschaffen. Der wird dann noch 10 mm in einer Lage aufgebracht und ja, ist dann, wie gesagt, von seinem Trocknungsverhalten her sehr schnell und sehr robust. Wichtig an dieser Stelle, das sagen wir bei jedem Webinar, und ich möchte immer wieder darauf hinweisen, denken Sie nicht, dass der Einsatz eines Lehmputzes mit ganz viel Handarbeit verbunden wäre. Die Lehmputze werden heute alle mit der Maschine verarbeitet. Jedes Produkt von uns ist maschinengängig und kann mit der Maschine verarbeitet werden, sodass wir auch damit auf absolut wirtschaftliche Preise auch kommen können, was Ihren Bau anbetrifft. Im Trockenbau, wie gesagt, da habe ich es besonders leicht, schwere Baustoffe zu integrieren. Wir haben ja eben die Stapeltechnik da schon gesehen, also mit dem man wirklich verhältnismäßig große Massen im Trockenbau in den Raum hineinbringen kann, in das Bauteil integrieren kann. Das Gleiche haben wir natürlich oder was Ähnliches in der plattenförmigen Variante. Hier möchte ich auf zwei Produkte hinaus. Einmal die Claytec-Lehmbauplatte mit Schilfeinlage. Die hat jetzt nicht ein ganz so hohes Gewicht, eine ganz so hohe Masse, aber durch den Anteil
der Pflanzenfaserstoffe, die halt besonders auch zur Feuchtdesorption beitragen, hat auch die Platte eine sehr beachtliche Speichermasse. Die schwere Lehmbauplatte, die wir ebenfalls im Sortiment haben, die hat über ihr schieres Gewicht da sehr, sehr gute Eigenschaften. Die bringt natürlich einfach dadurch, wie der Name schon sagt, dadurch, dass sie sehr schwer ist durch ihr Gewicht, besonders viel thermische Speichermasse nochmal ins Gebäude. Kleiner Schluck Wasser, wenn Sie mir das gestatten. Damit wäre ich auch mit dem Thema Raumklima, Einflüsse auf das Raumklima und Produkte für das Raumklima durch und möchte die letzten 10 Minuten noch nutzen, sozusagen adventliche, Ihnen einige Bilder zu zeigen aus den letzten Monaten, Animationen, Visionen aus den nächsten Monaten. Ich kenne das noch aus der Schule, dass am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien dann der Lehrer irgendwas vorgelesen hat. Von daher hier auch in diesem Sinne, dass halt der Abschluss mit schönen Bildern und mit halt Objekten, mit Projekten, die wirklich Laune machen, die wirklich Spaß machen und die halt ja uns mit Vorfreude auf das Jahr 2022 und folgende erfüllen. Das eine Objekt, was ich Ihnen zeigen will, das ist nur wenige Kilometer von unserem Standort hier in Viersen entfernt. Das ist das neue Kreisarchiv in Viersen. Das ist ein Speichergebäude, also ein Speichergebäude für die zu archivierenden Gegenstände. Auch hier sind wir wieder in diesem Bereich Archive und Museum des Kreises Viersen, wo wir auch ansässig sind. Da wird also ein Turm realisiert oder ein Block in der Mitte für die Speichergüter und dann ein Kranz von Büros und Konferenzräume ringsherum. Das Gebäude entspricht den hohen Nachhaltigkeitsforderungen für öffentliche Neubauten im Kreis Viersen, die hier mittlerweile ganz vorbildlich gefordert sind. Die Gebäude sollen im Kreislaufwirtschaftssinne Cradle to Cradle ausgestattet sein und aus nachhaltigen Baustoffen bestehen. Wir arbeiten da zusammen mit dem deutsch-niederländischen Healthy Building Network, ja, mit dem wir jetzt schon viele Veranstaltungen auch gemacht haben. Gehen Sie vielleicht mal auf die Webseite, das ist sehr interessantes Netzwerk und der Archivspeicher besteht aus Beton, wiederum auch hier. Auch hier können wir uns ihn zukünftig mit Lehmsteinen vorstellen, der aber innen mit Lehm verputzt ist und die Büro- und Konferenzbäume aus Lehmplatten und Yusima Lehmdesignputz. Hier die Animation, so sieht das Gebäude auch schon bald aus. Es wird Mitte des nächsten Jahres eingeweiht, also dieser Kranz von Räumen ringsrum, der steht schon um den Speicher. Und wir hatten vor einer Woche ungefähr Tag der offenen Tür oder vor anderthalb Wochen. Es ging auch noch mit der 2G-Plus-Regel. Wir konnten also in diesem sehr, sehr großen Rohbau insgesamt 100 Gäste empfangen. Also die Nachfrage und das Interesse aus der Fachwelt und auch aus der Nicht-Fachwelt im unmittelbaren Umfeld und etwas weiter weg war also enorm. Die halt Leute, die sich das Gebäude dann im Rohbau oder im Anfang des Ausbaustadiums angeschaut haben. Hier sehen Sie also Lehmplatten, die mit Metallständern verarbeitet sind. Wir haben hier relativ große Höhen von 3,60 Meter. Da ist dann die Planung und die ausführende Firma dann doch lieber auf Metallständer gegangen. Das wäre nicht so einfach gewesen in dieser Länge, das mit Holz zu realisieren, obwohl unser Herz natürlich in erster Linie für Holz schlägt. Aber es gibt einfach, ja, zum Beispiel, wenn F90 oder wie auch immer Brandschutzanforderungen da sind, da muss auch ein nicht brennbares Material her. Von daher konzentrieren wir uns bei all unseren Detailplanungen und im Trockenbau nicht nur auf das Holz, sondern haben da auch das Metallprofil im Auge. Hier sind es also jedenfalls Metallprofile und die Claytec-Lehmbauplatte mit dem Schilfkern im großen Stil sehr, sehr sauber verarbeitet vom gleichen Unternehmen übrigens
was schon den UN-Campus vor 10 Jahren in Bonn ausgeführt hat, Stuck und Akustik weg aus Köln, die hier auch wieder hervorragende Arbeit leisten, die auch das Columba-Museum ausgeführt haben und mit denen wir hier halt im direkten Umfeld eine ganze Anzahl von Baustellen, von großen Objekten realisieren. Ausgefüllt dann mit einer Flexwolle, also mit einer Holzflexwolle, die Dämmung dann darin ausmacht. Und so sind da, ich glaube, 1500 Quadratmeter halt dann Innenwänden letztendlich realisiert worden. Ein sehr, sehr schönes Projekt ist diese Genossenschaftssiedlung in der Schweiz. Halt auch ein verhältnismäßig großes Projekt, 8 Wohngebäude mit 25 Wohneinheiten und 2 Gemeinschaftsgebäuden, wo man noch relativ spät im Baufortschritt sich entschlossen hat, auf die schweren Lehmplatten zurückzugreifen, eben da aus raumklimatischen Gründen, auch absolut aus Gründen der thermischen Speichermasse, sind 3000 Quadratmeter Lehmbauplatte dann noch geordert und eingebaut worden, die jetzt aktuell mit Lehmdesignputz versehen werden. Also ein recht großes Projekt, eine zusammenhängende Siedlung. Aus dem Innenraum gibt es im Moment leider noch keine Bilder, aber hier so die Anmutung des Außenraumes, also das auch ein Projekt, was wirklich Spaß gemacht hat, halt ringsum dann mit Lehmbauplatten auszustatten. Dieses Objekt hier zeige ich besonders gern, obwohl es vielleicht ein bisschen unspektakulär zunächst mal aussieht, aber es ist eine Erweiterung der Firma Murr Elektronik, ein Entwicklungszentrum, wo also neue Produkte entwickelt werden. Und das ist deswegen so interessant, weil die Tätigkeit dieses Unternehmens sich halt auf Feinelektronik bezieht und eine Forderung bei der Entwicklung von Feinelektronik, die Staubfreiheit auch ist. Ja, also das Ziel war, ein sehr, sehr gutes Raumklima, Arbeits- und Raumklima zu schaffen mit Holz und Lehm. Wir haben ja im Augenblick viele Initiativen, die auch gerade im gewerblichen Bereich darauf Wert legen. Da geht es also darum, einfach Krankenstand von Mitarbeitern. Der Mensch fühlt sich wohl in einem Raum oder tut das eben nicht. Und welche Einflüsse hat das auf den Krankenstand, auf die Leistungsfähigkeit und Bereitschaft? Und hier sind 2000 Quadratmeter mit einer ökologischen Trockenbauplatte. Das war damals noch unsere Lehm-Hanfplatte ausgeführt worden und mit Josima Lehm-Designputz in diversen Farbputzen dann ausgestattet worden. Ja, und das sind dann eben diese Arbeitsplätze und das hat uns einfach besonders gefreut, dass in einem Umfeld, wo es wirklich sehr darauf ankommt, dass kein Staub da ist, dass man sich für unsere Lehmoberflächen entschieden hat, halt ganz entgegen dem vielleicht noch vor 10, 20 Jahren gängigen Vorurteil, ach, das kreidet und staubt ja irgendwie dieses Lehmzeug und bröselt. Also man hat es hier ganz bewusst genommen, weil man eben von dieser Offenporigkeit überzeugt war und das überhaupt nicht befürchtet hat. Und wie es scheint es sich sehr gut zu bewähren. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre knapp bezogen, denke ich, das Gebäude. Hier ein fantastisches Projekt für das Jahr 2022 und folgende. Das Projekt Moringa, da hat vielleicht der ein oder andere von Ihnen schon mal was von gehört, von Carla Wittfeld, Architektur aus Aachen, in der Hafen City in Hamburg, das Pilotprojekt eines Wohnhochhauses aus Holz und nachhaltigen Baustoffen, was es in der Größenordnung in Deutschland noch nicht gegeben hat. Sie sehen, also das sind mehrere Einheiten, die da geplant sind, halt von einer beachtlichen Höhe auch für einen Holzbau. Und da sind wir gefragt, also qualitativ sehr hochwertige Trockenbaustoffe und Bautechniken vor allen Dingen mitzuentwickeln, weil da mehrere halt Anforderungen zusammenkommen, auf die wir dann mit unseren Lehmtrockenbaumöglichkeiten antworten können. Aber das wird auch ein Projekt, was sich sicherlich sehr, sehr großer Nachfrage bzw. sehr, sehr großer Wahrnehmung erfreuen wird. Oder, und damit schließe ich wieder den Bogen zu unserem Thema
Luftqualität und Raumklima, das Ministerialgebäude des Finanzministeriums in Dresden, in dem im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres eine Fläche von auch ungefähr 3000 Quadratmeter mit Decken, Heizungs- und Kühlungssystemen ausgestattet worden ist von der Firma Agilatherm, die alle mit unseren Claytec-Lehmputzen verputzt worden sind. Das Finanzministerium hat sich vorher so sehr viele Gedanken gemacht. Es hat also wirklich zwei Büros ausgestattet mit Mitarbeitern, die halt in der Lehmatmosphäre gearbeitet haben und mit anderen, die das eben nicht getan haben, das auch gemessen und die Leute befragt haben und so weiter. Und man ist dann tatsächlich zu der Entscheidung gekommen, das gesamte Gebäude damit auszustatten. Und dies ein Bild aus der Bauzeit. Da kommt dann also alles zusammen, die thermische Speichermasse, das Raumklima über die Heizung und Kühlung im Sommer und der feuchte Sorptions- und Geruchssorptionseffekt dann eben in diesen Büroräumen. Mit diesem Objekt möchte ich dann auch schließen. Unser letztes Seminar des Jahres 2021 geht zu Ende. Mein und unser Dank an über 1500 Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich in diesem Jahr die Zeit für unsere Webinare genommen haben. Wir haben das Medium, wie ich eingangs sagte, selber in diesem Jahr entdeckt und erst schätzen, dann lieben gelernt, wie gut, auf viel einfache Art und Weise wir damit sehr, sehr viele Menschen erreichen können. Wir hatten damit auch eine sehr, sehr rege Nachfrage, also 1500 Leute. Das finden wir wirklich schon ganz beachtlich. Wir haben für das Jahr 2022 schon ein großes Portfolio aus Themen, aus denen wir nur wählen müssen, wo wir vielleicht das eine oder andere dann auch vertiefen werden. Aber natürlich wird es die Highlights, so die Greatest Hits, die wird es immer wieder geben, so die Hauptanwendungen, die wir zeigen werden, weil es ja auch immer wieder was Neues gibt und immer wieder neue Erkenntnisse. Also das Jahr 2022 wird ganz gewiss wieder reich an Seminaren und wir freuen uns darauf, Sie dann auch wieder zu diesen nicht Semi, sondern Webinaren begrüßen zu können. Es wird sicherlich auch Hybridformate geben, wo dann im Workshop etwas gearbeitet wird und so weiter. Ich gehe nochmal eben zurück. Das nächste Thema, unser neues Arbeitsblatt Trockenbau. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mehrfach angedeutet. Wir arbeiten an einem Arbeitsblatt zu diesem Thema. Unsere Webinare, auch das will ich unbedingt erwähnen. Die finden Sie auf unserem YouTube-Channel, wo man sich die alle nochmal ansehen kann, also YouTube.com und dann Claytec Lehmbaustoffe. Da haben Sie alle Webinare nochmal wie so eine Datenbank, wie so ein Archiv zusammen. Das nächste Thema im Januar, wahrscheinlich schon allerspätestens im Februar, unser neues Arbeitsblatt Trockenbau. Wir haben also jetzt, man kann sagen, das ganze Jahr hart daran gearbeitet, all diese technischen Aspekte des Trockenbaus zusammenzubringen. Arbeitsblatt ist ein bisschen Understatement. Es ist mehr so ein Kompendium geworden mit, ich vermute mal so mindestens 40 Seiten werden es am Ende sein, vielleicht auch mehr, wo wir alle Details versuchen darzustellen, verbindlich zu klären, zu zeichnen, von der Art des Steckdoseneinbaus zum ökologischen Abdichtungsstreifen, den wir entwickelt haben. Das Thema Lehmtrockenbau wirklich in einer Art und Weise rund machen wollen, wie es dem Thema entspricht und wie wir es auch einfach brauchen, wenn ich an diese Projekte erinnere, die wir da gerade gesehen haben. Also wir sind da wirklich schon bei sehr großen Sachen angekommen, wo eine gewisse Infrastruktur auch einfach gebraucht wird. Und da freuen wir uns sehr drauf, wenn dieses Blatt Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres dann endgültig rauskommen wird und dann veröffentlicht wird. Und das wird mit Sicherheit das Thema unseres ersten Webinars im Jahr 2022 sein. Lehmbaupraxis weise ich an dieser Stelle im Abspann immer darauf hin. Wer sich noch weiter und tiefer informieren möchte, das Buch Lehmbaupraxisplanung und Ausführung von Christoph Ziegert und mir, was sich mit dem Thema besonders intensiv befasste, besonders auch zum Beispiel mit denkmalpflegerischen Themen, mit Innendämmung und so weiter.
Wir möchten hinweisen auf die einfache Art und Weise, wie Sie bei uns an die Lehmbaustoffe kommen und wie Sie an Handwerksbetriebe kommen, die die Lehmbau halt bei Ihnen vor Ort ausführen können. Wir haben da unsere Händler- und Handwerkssuche auf unserer Webseite. Auch unsere Mitarbeiter stehen Ihnen da in den Vertriebsteams, die Sie auch ganz leicht finden, halt sehr gerne zur Verfügung, dass die Sache dann auch rund gemacht wird, dass Sie dann sofort auch weiterkommen und sofort auch halt Hilfe bekommen zu technischen Fragen, aber vor allen Dingen dann zu dem Ansprechpartner, der die Lehmbaustoffe in Ihrer Region bevorratet oder sie eben als Handwerker einbaut. Eine besondere Seite möchte ich erwähnen, das ist unsere Seite claytours.de. Lehmbaustoffe, Lehmbauoberflächen haben sehr viel mit Genuss zu tun, sehr viel mit Lebensfreude zu tun. Und wir sammeln seit einiger Zeit solche Objekte, in denen man den Lehm erleben kann, vorzüglich aus dem halt Hotel- und Gastronomie-Bereich, aber auch aus dem musealen Bereich und so weiter. Also überall da, wo man Lehmbaustoffe erleben kann, idealerweise in einem Lehmzimmer übernachten kann oder auch einfach was sehen kann, das führen wir unter touristischen Aspekten auch zusammen und das finden Sie eben auf unserer besonderen Seite und in unserem besonderen Projekt claytours.de. Der Kontakt über unsere Service-Teams sowohl in Deutschland als auch in Österreich über diese Service-Nummer, über unseren Shop, der kurze Weg zum Ansprechpartner und zur Hilfe. Das ist dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht auch schon bekannt, aber hier nochmal zum Abschluss gezeigt. Ja, bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren Social-Media-Kanälen, mit LinkedIn, mit Facebook, mit Instagram, wo Sie immer die Neuigkeiten haben, zum Beispiel auch zu unseren Aktivitäten im Hochwassergebiet an der Ahr. Ich möchte das ja nicht zu Ende gehen lassen, ohne daran auch nochmal zu erinnern, also dass da der Handlungsbedarf durchaus noch so groß ist wie im August. Wir haben einen Spendenaufruf der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, den wir mit allen E-Mails verschicken und sind über unsere Mitarbeiter, vor allen Dingen über unseren Mitarbeiter, den Stefan Funkenberg, mehr oder weniger fast täglich dort in irgendeiner Weise präsent und im Gebiet aktiv. Ja, mit diesen Worten wäre ich dann soweit durch mit diesem Thema Lehmputz und Raumklima für den heutigen Tag und übergebe wieder an die Ann-Kathrin Seeberger für die Fragen, die sich vielleicht im Chat mittlerweile niedergeschlagen haben. Aber an meiner Stelle, von mir aus an dieser Stelle, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war auch für mich wieder sehr spannend und lehrreich. Das ist jedes Mal so. Wir teilen auch immer auf den sozialen Netzwerken hier so ein paar Blicke hinter die Kulissen. Also wir sitzen hier auch immer mit vielen Kollegen und hören zu. Ist vielleicht für Sie auch ganz spannend. Es sind tatsächlich auch wieder einige Fragen reingekommen. Ich würde so ein bisschen versuchen zu sortieren, welche zum aktuellen Thema passen. Keiner geht leer aus. Ich weiß, dass unser Kollege, der Herr Röhn, morgen viel unterwegs ist. Heißt, es kann sein, dass Sie die Antworten erst am Donnerstag bekommen. Sollte es dringender sein, kontaktieren Sie gerne unsere Service-Teams. Und ansonsten kriegen Sie spätestens am Donnerstag Antworten auf alle Ihre Fragen, weil alle werden wir nicht schaffen. Das ist doch wieder sehr, sehr viel hier reingekommen. Die erste Frage. Stimmt es, dass die U-Wertberechnung die Qualität von Lehm und seine vielseitigen Vorteile gar nicht wiedergeben kann? An dieser Stelle würde ich vielleicht gerne nochmal mit reingeben. Ich weiß, dass viele Bauherren und Bauherrinnen zuhören. Von daher gerne vielleicht auch mal eine kurze Definition des U-Wertes für alle, die es nicht wissen. Ja, also der U-Wert, das ist das wesentlichste Maß zur Wärmedämmung eines Gebäudes. Der gibt an, wie viel Watt, ne? Das ist ja eine Wärmeeinheit, pro Quadratmeter durch so eine Wand hindurch wandern, kann man sagen. Und immer bezogen auf 1 Grad Temperaturunterschied. Ne? Also habe ich innen 20 Grad und außen 19 Grad, dann sagt der Wert mir an, wie viel Watt da jetzt pro Quadratmeter durch die Wand wandern, sozusagen. Ne? Habe ich innen 20 Grad und außen 0 Grad, dann muss ich das Ganze mal 20 nehmen. Die U-Wertbetrachtung ist, oder der U-Wert ist, wie gesagt, das zentrale
der zentrale Wert im Energieeinspargesetz, in der Wärmeschutzverordnung der Alten, der ENEF und so weiter. Und es ist in der Tat richtig, nach all unseren Erfahrungen, dass er nicht die ganze Wahrheit widerspiegelt. Halt es die reine Betrachtung, was die Dämmwirkung anbetrifft, für Gebäude zu kurz greift. Man merkt das einfach immer, wenn man den realen Wärmedurchgang von allen massiv Baustoffen und von allen Massivbauteilen dann mal daneben setzt, dass die eigentlich von der reinen Betrachtung des Dämmwertes her sehr, sehr schlecht sein müssten, dass sie es aber im Beheizungsverhalten überhaupt nicht sind, weil da eben diese Speichereffekte dazukommen. Also das, was sich in einer Wand thermisch abspielt, ist wesentlich komplexer, als dass man sagt, hier schicke ich Wärme los, da draußen, da kommt sie dann raus. Also da spielen noch ganz andere Mechanismen eine Rolle, die in der Tat ungenügend erfasst sind. Das kann sein, dass das für den Dämm ganz besonders gilt, weil da auch noch so diese feuchte Geschichte mit dazukommt. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, in der Tat, der U-Wert, der gibt einen verhältnismäßig groben Anhalt. Und man kann auch wirklich kritisch diskutieren, ob die reine Fokussierung auf diese Zahl wirklich so zielführend ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Gut, dann kommt die Frage, die jedes Webinar reinkommt. Die würde ich einfach kurz abkürzen. Sind Wandheizungen von Vorteil? Wir haben ein sehr ausführliches Webinar über Wandflächendecken, Heizungs- und Kühlungssysteme gemacht. Das finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal oder bei uns auf der Webseite unter dem Bereich für Fachleute und dann Wandflächenheizung. Da haben wir das wirklich sehr detailliert erläutert bzw. Herr Röhlen. Und da finden Sie alle Informationen zu dem Thema. Trägt der Unterputz und der Ausgleichsputz unter Innendämmung auch noch zum Raumklima bei oder nur der Putz raumseitig auf der Dämmplatte? Ja, zweiteres. Also der ist einfach zu weit weg sozusagen, bis der, man kann sich also vorstellen, der Austauschprozess, der geht, Sie haben in der Raumluft ganz viele Moleküle und in dem Material ganz wenige. Und die Natur strebt den Ausgleich an, ne? Also was wir halt ja in der Schule alle schon mal gelernt haben. Und da ist natürlich der erste Millimeter zum Raum der wichtigste, ne? Also weil der unmittelbar zur Verfügung steht. Das Eindringen in das Material, das dauert seine Zeit. Von daher, bis das so tiefe Schichten angesprochen würden, hat man längst gelüftet oder hat die Situation sich wieder verändert. Also das wäre nicht seriös. Entscheidend sind die ersten 15 mm zum Raum hin. In Ordnung. Kann denn im Trockenbau problemlos 15 mm Lehmputz aufgetragen werden? Welche Plattenkonstruktionen sind nötig, damit diese Lasten getragen bzw. die Putzhaftung erreicht werden kann? Vor allem, wenn man nicht mit Lehmbauplatten arbeitet, sondern mit Fermazell oder Strohbauplatten etc.? Ja, bei den Lehmbauplatten, das ist ja richtig, da hat sich das ja schon erübrigt, weil da habe ich ja schon meine entsprechend dicke Lage. Ja, man kann aufbauen, so dick auch auf anderen Platten. Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel Holzweichfaserplatten auch gar nicht so wenig sorbieren. Und das Gleiche wird bei Strohplatten auch der Fall sein. Die sind ja jetzt noch relativ neu und noch nicht so betrachtet, aber da wird was Ähnliches wie bei den Weichfaserplatten rauskommen. Von daher rein von der Feuchtesorption her bräuchte ich da auch nicht so wahnsinnig dick aufzutragen, von der thermischen Speichermasse natürlich schon. Also wenn ich den Effekt mitnehmen will, der auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, trifft, da muss ich da schon eine verhältnismäßig dick drauftragen. Und mit unserer Grundierung, die rote oder mit einer Zahnspachtelung aus Lehmkleber, kann man in der Tat halt auch solch dicke Schichten aufbringen in mehreren Lagen. Aber man ist da dann doch sehr schnell wiederum bei einer anderen Trockenbaulösung und so weiter, ne? Also wir haben ja auch 16 mm Platten, die angeschraubt werden können. Also wir sind eigentlich, wir sagen, mehr als 8 mm in einer Lage sollte man nicht aufbringen, auch auf Trockenbauplatten. Man muss auch Fermazellplatten dann wirklich schützen vor diesem Feuchteangriff. Und also man muss schon ein bisschen Akt treiben, um die 15 mm dahin zu bekommen. Und das ist ja richtig. Statisch will das auch berücksichtigt sein. Also das muss man bei Gebäuden, bei Bauteilen über Kopf absolut mit in Rechnung stellen. Gut. Würden sich Lehmsteine auch gut für Fehlböden eignen als Speichermasse zwischen den Balken?
Ja, man nennt es, ich glaube, das war sogar in einem Boden, hat man sogar Grünlinge eingelegt, bei dem Bild, was wir da eben gesehen haben. Absolut, ne? Also für Fehlböden, für jede Speichermasse innerhalb von Bauteilen. Da ist Lehm einfach unheimlich geeignet dazu, ne? Für jede Art von Füllung, für jede Art von Estrichen, also für die ganzen Massenanwendungen, ne? Also wo der Baustoff jetzt noch, was seine mechanischen Festigkeiten anbetrifft, gar nicht so viel können muss, aber eben Speichermasse mitbringen soll. Da ist Lehm als Low Energy-Baustoff einfach total gut geeignet. Schränkt ein Lehmanstrich die Fähigkeit des darunterliegenden Lehmfein- oder Lehmunterputz ein im Vergleich zu den Yosima-Lehm-Designputzen oder ist dieser Aspekt zu vernachlässigen? Ja, man kann die mehr oder weniger vernachlässigen. Also wir haben die Grundierung ja auch darunter, unter den Anstrichstoffen. Also eine gewisse Reduktion hat man da vielleicht. Da der Yosima-Lehm-Designputz aber auch weitgehend abgemagert ist, oder zum Beispiel, wenn er weiß ist, das hat man ja eben schon mal, dass also die hellen Töne so viel Sorption nicht haben, da jetzt selber nicht so wahnsinnig viel gegebenenfalls beiträgt, ist der Unterschied nicht so fürchterlich groß. Es ist besser, also vor allen Dingen bei den braunen Tönen oder bei den halt rötlichen Tönen, das hatte ich ja eben auch auf dem Bild gezeigt. Also sowas, das trägt dann schon bei. Aber sagen wir mal, ich würde das jetzt auch nicht so auf die Spitze treiben, so als Haarspalterei, ne? Also da interessiert uns dann noch viel mehr, was müssen wir zur Dimensionierung dann noch weiter rausfinden halt, ne? Es ist keineswegs so, dass sie sich den Effekt dann wegstreichen oder so. Gut. Kann der Lehmunterputz mit Stroh auch dicker, zum Beispiel mit einer Unterkonstruktion, aufgetragen werden? Der kann viel dicker aufgetragen werden. Also der kann sogar 35 mm in einer Lage aufgebracht werden. Also der ist da ausgesprochen geduldig, wie man so sagt, und leicht zu verarbeiten. Das macht man aber in der Regel, weil man es braucht, halt aus bautechnischen Gründen, ne? Weil ich viel aufzufüttern habe und so weiter. Okay, ich kann also mit den dicken Putzschichten thermische Speichermassen produzieren, das ist richtig. Aber da bin ich dann ja auch schnell dabei, mir wieder was anderes einfallen zu lassen. Also ein Lehmstein liegend, der hat zum Beispiel 5 cm, ne? Also da ist man ja von den 35 mm schon so gar nicht weit entfernt. Also ob man die thermische Speichermasse jetzt über solche Schichten wirklich Schicht für Schicht aufbaut, sei mal dahingestellt. Also für diesen Feuchtaspekt, da reichen die 15 mm. Gut, bei mir zu Hause habe ich das gerade noch gemacht, den etwas dicker aufgetragen. Gibt es einen Best Practice für einen wirtschaftlichen Wandaufbau, der das Raumklima akzeptabel verbessert, vor allem im Neubau, wenn im Trockenbau gearbeitet wird? Gerade Lehmbauplatten etc. sind aus meiner Sicht noch recht teuer am Markt. Ja, also man kann da differenzieren. Also wie gesagt, aus Gründen der Feuchtesorption ist der Plan B, so wie wir den immer salopp nennen, den mit den Holzfaserausbauplatten gar nicht so schlecht. Und da ist man preislich dann schon in einer anderen Liga. Also man kann sich mit den Lehmbauplatten durchaus auch auf bestimmte Räume beschränken und so weiter. Den Feuchtesorptionsaspekt, den habe ich da auch schon ziemlich gut, ne? Man hat halt nicht die thermische Speichermasse, die muss man dann vielleicht über andere Bauteile erreichen, ne? Also man hat da mit einem Putz auch schon einiges bewegt auf den Massivbauteilen. Ja, hier wurde noch von einem Zuhörer geschrieben, dass ein Aufbau sein könnte 15 mm OSB mit Schilf und Lehmputz obendrauf als Absolut, Alternative. absolut. Also das kann man machen. Wir sind immer so ein bisschen nachdenklich. Also das OSB, das sollte eigentlich nicht so richtig die Feuchtigkeit abbekommen, ne? Das wird jetzt mit dem Schilfrohr, was man draufklammert, da hält der Putz nicht nur dran, der reduziert auch die Kontaktfläche. Aber es hat auch Fälle gegeben, wo das OSB dann angefangen hat zu quellen und oder so etwas. Also man ist schnell dabei. Halt dann doch auch da wieder mit einer dünnen Lehmplatte zu arbeiten und das im Trockenbau zu machen, ist vom Material her kostenintensiver, das ist klar. Aber so die Trocknungszeiten und das Aufbringen des Lehmputzes, das dauert ja auch halt seine Zeit. Aber grundsätzlich geht das. Ja, ich kann auf den Trockenbauplatten, den kriege ich auch einen dicken Lehmputz zum Halten. Ich muss mich dann wohl ein bisschen um die Trocknung kümmern. Okay. Jetzt schaue ich hier noch mal kurz durch. Hier kommt gerade noch die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, Zertifikate für die Teilnahme zu erhalten. Ja, wir können Ihnen gerne im Nachgang ein Zertifikat ausstellen. Dafür würde ich Sie bitten, dass Sie mir einfach eine E-Mail zuschicken. Meine E-Mail-Adresse sollten Sie über die Einladung des Webinars erhalten haben. Ansonsten ist das a.seeberger@claytech.com und dann schicken wir Ihnen das gerne noch im Nachgang.
Ja, was ich dazu sage, es wird, wir haben die Anerkennung von Architektenkammern für die Webinare nicht beantragt. Wir würden sie auch nicht bekommen. Also dazu sind die einfach zu kurz. Und dazu müssten wir auch externe Referenten und so, die sind ganz anders aufgebaut. Also da, das ist mit einer einstündigen oder anderthalbstündigen Veranstaltung kaum erreichbar. Genau, aber wir hören das trotzdem immer wieder, dass sich Ja. gerne Leute das Teilnahme bescheinigen möchten. bescheinigen wir Genau, natürlich gerne. das machen wir sehr, sehr gerne. Ich möchte eine Backsteinwand aus dem Baujahr 1944 neu verputzen. Die Putzdicke ist ca. 15 mm. Wird das Raumklima merklich verbessert, wenn nur eine lange Wand eines Raums mit Lehm verputzt wird? Ja, da sind wir genau an dem Punkt, wo ich sagte, dass wir halt einen Effekt haben, den wir auch belegen können, aber dass so die ingenieurmäßige Dimensionierung da noch nicht so dabei ist. Also nach allem, was wir bisher so für einen Eindruck hatten, denke ich, der Raum sollte schon mehr oder weniger mit Lehm verputzt sein, ne? Also wenn man das dann aus anderen Gründen, man findet es schön und so weiter, kann man das machen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, jawohl, bei einer Flächenbelegung von jetzt genau 33% ist der Punkt da, wo halt ein gewisser Effekt eintritt. Es wird mehr als 0 sein, es wird weniger als 100% sein, es wird irgendwo dazwischen liegen halt, ne? Aber wir können da nicht verbindlich sagen, leider, es reicht, wenn man die Hälfte der Flächen belegt, so wie man das zum Beispiel bei einem Akustikputz sagen könnte, ne? Also da sind wir einfach noch nicht. Okay, gut, dann würde ich jetzt noch zwei Fragen auswählen und dann haben wir, glaube ich, auch fast alle beantwortet. Die, die nicht beantwortet sind, wie gesagt, die besprechen wir dann noch im Nachgang. Ein Vorteil unserer Baustoffe ist ja immer die Wiederverwertbarkeit und hier kommt die Frage, ist es zu empfehlen, den alten Lehmputz aus einem über 200 Jahre alten Fachwerkhaus wiederzuverwenden? Und falls ja, für welche Zwecke gibt es Vorteile, neuen Lehmunterputz zu verwenden? Ja, bei dem neuen, dem Unterputz weiß man, was drin ist, aber ich will das jetzt nicht halt da irgendwie bange machen. Bei einem Wohnhaus wird in der Regel auch in dem alten Putz nichts Bedenkliches drin sein. Vorsicht bei jeder Art von Stallungen von landwirtschaftlichen Gebäuden, da könnten bauschädliche Salze im Spiel sein und auch im Material sein. Wenn ich das leidlich ausschließen kann, dann kann ich den alten Lehmputz sehr wohl verwenden. Ich muss den allerdings durch das zweite Aufmischen, halt und durch das intensivere Aufmischen auch heute im Vergleich zur Historie, muss ich den mit Sand etwas abmagern, damit er wirklich rissfrei halt wird. Ich würde ihn also eher für Unterputze verwenden und dergleichen. Ich würde zusehen, dass ich einen Kubikmeter Sand da liegen habe, um den noch ein bisschen magerer machen zu können. Ansonsten ist natürlich jeder Einsatz als Schüttungen und so weiter möglich. Gut, und dann auch noch eine Frage, die immer sehr gerne kommt. Gibt es beim Lehm-Trockenbau geprüfte oder zugelassene Systeme, zum Beispiel bezüglich Brandschutz, zum Beispiel F30 oder F90? Ja, die gibt es. Also, und wir sind auch mit dem neuen Arbeitsblatt dabei, halt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die statischen Aspekte, also wie hoch und so weiter kann ich so eine Wand machen, kann ich einen Wandschrank daran hängen und so weiter, das schon mal vorab, jawohl, selbst in der Platte funktioniert das mit dem richtigen Dübel. Aber Schallschutz- und Brandschutzkonstruktionen gibt es durchaus hoch bis F120. Ja, also da besteht schon eine Infrastruktur und die wird auch immer ausgeprägter. Gut, wenn ich jetzt richtig geschaut habe, hier haben wir jetzt noch 8 Fragen übrig. Die nehmen wir dann raus aus dem Webinar und ja, entlassen sie alle in den wohlverdienten Feierabend, beantworten die dann schriftlich und senden die dann zusammen mit der Aufzeichnung und der Präsentation dann in den kommenden 2 Tagen zu. Und an dieser Stelle auch nochmal der Appell, sollten Sie die Antwort dringender benötigen, kontaktieren Sie uns einfach gerne morgen direkt. Genau, an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Teilnahme, vielen Dank an dich für den spannenden Vortrag und bis zum nächsten Jahr dann. Bis zum nächsten Mal und frohes Fest und guten Rutsch, wie man dann an dieser Stelle so langsam schon sagen kann. Genau. Okay.